Muss man denn, um an Jesus zu glauben und zu beten, in die Kirche gehen? Nein, meinen zumindest die Jesus-Freaks, eine Abspaltung der evangelischen Kirche. Die haben es gerne ein bisschen weniger sakral und eher ein bisschen cooler um sich rum, wenn sie sich sammeln. Auf der Suche nach einem geeigneten Zuhause waren sie schon lange, die Jesus-Freaks in Leipzig. In der Hans-Pösche-Straße 22, ganz zentrumsnah, sind sie nun fündig geworden. Am 16. Oktober wurden die neuen Gemeinderäume, das Haus Hans Pöter, eingeweiht. Wir als Jesus Freaks sind vor allem eine Menge junger Leute, die sich halt unter der Woche oder auch hauptsächlich auch sonntags zum Gottesdienst treffen. Jesus Freak zu sein ist eine Lebenseinstellung. Dabei geht es um eine große Sache, Gottes Sohn zu folgen. Das Vorbild der Jesus Freaks? Jesus. Die gemeinsame Grundlage? Die Bibel. Und ihr Feindbild? Die Sünde. Gegründet wurden die Jesus Freaks 1991 in Hamburg. Schnell kamen Anhänger aus ganz Deutschland hinzu. Regional treffen sich die Jesus Freaks in ihren Gemeinden. Meist reicht ein angemieteter Raum, in dem die Gottesdienste abgehalten werden. Der Gottesdienst läuft zwanglos ab. Es darf gegessen, getrunken und getanzt werden. Jeder, der möchte, darf den Gottesdienst mitgestalten. Meist gibt es Live-Musik. Leidenschaft ist den Jesus Freaks wichtiger als Tradition. Leidenschaftlich wie Jesus wollen sie sich auch für Menschen am Rand der Gesellschaft einsetzen. Erwachsenentaufe ist ein großes Thema. Damit soll die bewusste Entscheidung für Gott deutlich gemacht werden. Getauft wird in einem See, manchmal tut es aber auch eine Badewanne. Jesus Freaks haben ein Symbol, das Alpha im Omega. Der erste und letzte Buchstabe im griechischen Alphabet steht für Jesus und seine Worte: Ich bin der Anfang und das Ende. Was das Styling angeht, sind die Jesus Freaks flexibel. Doch das Symbol, Bibelzitate oder selbstkreierte Sprüche finden sich oft auf den Klamotten. Am Freitagabend laden die modernen Jünger zum alternativen Gottesdienst ein. Jeder darf kommen, auch und gerade die Leute von der Straße, die Kaputten, die Mühseligen und Beladenen. Also wir sind jetzt seit April hier in diesen Räumen und wir hatten lange irgendwie keine eigenen Räume, haben uns mal eine Weile sogar unter der Brücke getroffen, als unsere Räume abgebrannt waren. Und dann waren wir eine Weile bei der Diakonie auch. Und jetzt haben wir endlich was Eigenes, weil wir hatten was gesucht, wo wir uns treffen können und auch wirklich uns die Räume so gestalten, dass sie uns irgendwie widerspiegeln. Dass es jetzt nun eine alte Kneipe geworden ist, spricht vielleicht auch ein bisschen für uns, aber wir als Jesus Freaks und sind ja angetreten damals vor ungefähr 20 Jahren, da fing das an, dass Leute sich treffen wollten, die in bestimmten Subkulturen gelebt haben, die als Punks unterwegs waren, die einfach Bock hatten, Jesus so nachzufolgen, wie sie selber sind und das nicht irgendwie in etablierten Verhältnissen, etablierten Kirchen zu machen, sondern eben so mit der Musik und der Art und Weise, wie sie selber ticken. Und das ist auch das, was wir heute jetzt machen, dass wir einfach Gottesdienst so feiern, wie wir drauf sind. Das heißt, wir spielen die Musik, die wir gut finden und nutzen die einfach, um Gott zu loben. Jesus saves is what he waved in a typical tattoo green. He stood on a box and
christliche Bewegung der Jesus Freaks wurde 1991 von dem ehemaligen Pastor Martin Dreyer in Hamburg gegründet. Mittlerweile ist die Gruppe auf eine Größe von einigen tausend Mitgliedern angewachsen. Man schätzt, dass es zwischen 60 und 100 Gruppierungen im deutschsprachigen Raum gibt. Wie hier bei den Jesus Freaks Berlin pflegt man lockere Umgangsformen und lehnt traditionelle Gottesdienstregeln ab. Um alte christliche Stoffe spannend zu machen, werden sie neu gestylt, in coole Bilder und Musik übersetzt, passend zum Lifestyle junger Menschen. Wo ist eure Leidenschaft? Zum eigenen Freaksock Festival im deutschen Gotha pilgern jährlich 2.000 bis 3.000 Freaks. Obwohl es sich auf den ersten Blick nicht von anderen Festivals unterscheidet, wird hier viel gepredigt und gebetet. Jesus Freaks in Houston, Texas! Get up, get up, get up! Bunt, laut, kreativ und ein bisschen verrückt. Das ist das Freakstock. Rund 4000 Jesus-Freaks treffen sich irgendwo im Nirgendwo zwischen Kassel und Paderborn in einer alten Kaserne, um Jesus zu feiern. Weil die Leute überall aus Deutschland kommen und sich quasi hier treffen. Und dann genau. Ist das ein riesen Freundestreffen. Einfach mit vielen Leuten zusammen zu sein, mit denen man so auf einer Wellenlänge ist. Und so eine gute Mischung aus Entspannen und Feiern. Einfach nur geil, wie Familie und sowas. Und einfach meine Art, irgendwie so Jesus zu begegnen, Jesus zu feiern. Aber halt Bock haben als Familie, so einfach das Festival. Das ist halt ein Familienfestival. Es ist einfach halt schön zu sehen, dass andere Christen hier halt auch hinkommen und ähnlich frei und einfach locker und gut drauf sind und das einfach genießen. Das Festival ist Treffpunkt für Jesus Freaks aus der ganzen Bundesrepublik. Und genau das passiert beim Freakstock. Auf 8 individuellen Veranstaltungsflächen treten Bands aus der ganzen Welt auf. Und darüber hinaus ist Zeit für Chilliges, Kreatives, für Gemeinschaft und für Gott. Weil wir haben gesagt so, wir wollen hier ein Jesus-Festival machen und Jesus steht im Mittelpunkt und das sieht man auf Autos, das sieht man in Workshop-Angeboten, das hört man in der Musik und ja, das ist der Punkt. Also wir wollen hier ein Festival machen für Jesus und für niemand anderes. In diesem Jahr trifft man sich schon zum 20. Mal beim Freakstock. Und so entsteht mittlerweile bereits die zweite Jesus-Freaks-Generation. Was ist daran toll, ein Jesus-Freak zu sein? Ich glaube, dass man das nicht so herauspicken kann, was daran jetzt so toll sein soll, sondern es ist einfach, dass man sich hier, glaube ich, wohler fühlt als woanders, wie andere Menschen sich woanders wohler fühlen. Das Freakstock ist ein Ort, wo Menschen sich treffen. Hier kommen Leute zusammen, die vielleicht nur kommen, um Musik zu hören, weil die Bands irgendwie gut sind. Hier kommen Leute her, die Familie treffen, die Menschen treffen, die einfach so jahrelang eben auf dem Freakstock sind oder da schon immer waren und man trifft sich hier. Das ist ein Ort, wo man sich einbringen kann, wo man sich ausprobieren kann. Wir haben hier Menschen, die zum ersten Mal skaten, die zum ersten Mal irgendwie Kunst ausstellen. Wir wollen einen Raum schaffen und eben hier in diesem Festival einen Rahmen schaffen, wo jeder Platz hat und jeder sich einbringen kann. Es ist schwierig, die Jesus Freaks zu platzieren. Wir haben Leute, die sind in anderen Gemeinden zu Hause, wir haben Leute, die sind in den Jesus-Freaks-Gruppen zu Hause. Es ist sehr schwer zu sagen, okay, die Jesus-Freaks sind das. Wir sind keine Gemeinde, wir sind eine Bewegung. Und wo Bewegung ist, da ändert sich viel. Also Menschen haben angefangen, sich mit der Bibel zu beschäftigen und gemerkt, irgendwie ist das, was wir an Kirchenlandschaft haben und finden, nicht das, was uns widerspiegelt und unseren Charakter vielleicht. Die haben dann angefangen, sich zu treffen, die haben angefangen zu beten, die Bibel lesen und da sind es immer mehr geworden. Wir haben heute Leute, die kommen aus allen Gesellschaftsschichten. Wir haben Punker, die halt gesellschaftlich ganz woanders stehen als Menschen, die, wir haben Anwälte da, wir haben Ärzte da. Und also gesellschaftlich sind wir ganz breit gefächert und wollen das auch sein. Wir haben die Erwartung, dass Menschen herkommen, sich wohlfühlen. Wir haben die Erwartung, dass Gott sich zeigt in einzelnen Leben, wie auch immer das aussieht. Wir wollen, und das ist eben das auch ein Grund, warum wir Programme weit fächern, Workshops weit fächern. Wir wollen viele Kanäle schaffen, wo Menschen einfach Gott erleben können und glauben auch, dass das an vielen Stellen möglich ist. 5 Tage dauert das Freakstock Festival. Mit täglich mehreren Workshops zu Glaubensthemen und dem mittäglichen Hauptseminar, welches zum größten Teil aus Lobpreis und einer Predigt besteht, zieht das Festival jährlich tausende Besucher an.
Abends werden auf mehreren Bühnen alle möglichen Musikstile live gespielt. Und wem das nicht genug ist, für den legen die DJs bis 4 Uhr morgens noch auf. Jumping in the house of God, jump up, jump in the house, jumping in the house of God. Jumping in the house of God, jump up, jump in the house, jumping in the house of God. Jumping in the house of God, jump up. Also seid nicht so verpeilt. Versucht doch zu begreifen, was Gott von euch möchte. Hört auf, euch mit Alk breit zu hauen. Damit macht ihr nur euer Leben kaputt. Lasst euch lieber mit dem Heiligen Geist abfüllen. Das, was wir als Jesus Freaks machen, ist letztendlich nichts anderes, wie eine Kirche das macht, wie eine ganz normale staatliche Kirche das macht. Wir haben einen anderen Rahmen, wir verpacken das anders, wir sind vielleicht näher am Puls der Zeit, wir sind vielleicht zeitgemäßer. Und ich denke mal, der Rahmen, den wir setzen, um das, die Inhalte, sage ich mal, zu verbreiten, und der ist, glaube ich, ein anderer. Oh, ich erhebe mein Herz zu dir, du Heiliger. Gottesdienst bei den Jesus Freaks in Köln. Nicht in einer Kirche, sondern in einer alten Werkstatt. Statt harten Kirchenbänken gibt es gemütliche Sofas. Statt traditionellen Kirchenliedern werden groovige Beats gespielt. Gottes Wort wird im Jugendslang verkündet. Zu den Gottesdiensten in der Kölner Gemeinde kommen etwa 60 Besucher. Die meisten sind zwischen 20 und 30 Jahre alt. Was es nicht gibt, ist Hierarchie. Bei den Jesus Freaks darf jeder predigen. Heute ist Daniel dran. Ja, wir wollen dich hochheben. Und wir kommen mit dem, was wir haben. Und wir kommen mit dem, was wir können. Und wir kommen mit dem, was wir auf dem Herzen haben.